Hallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Griffin und wir spielen heute Midnight Fight Express. Ja, das Spiel soll ziemlich blutig sein. Ich spiele es auf dem PC mit Controller. Und ich glaube, wenn man spielt, ich habe ein bisschen mal was eingestellt an der Musik, an Soundeffekten. Mal gucken, wie es wird. Machen wir auf normal, würde ich sagen. Okay. Gut, legen wir mal los. Mal gucken. Ach. Lange nicht mehr so solche Spiele gespielt. Akt 1. Es hat keinen Sinn, auf gestern zurückzugehen, weil ich damals eine andere Person war. Babyface. Also, ich bleibe bei dem Namen, weil kein anderer in unserer Akte steht. Okay. Agent McClure ist fast, als wärst du ein Geist. Wir mögen keine Geister. Sie neigen dazu, Ärger zu machen und dann zu verschwinden. Typisch Geister hier. Agent Smith. Was ist das für ein Name? Okay, gut. Jetzt sperrt die Ohren auf. Du behauptest, du wärst unschuldig. Angeblich erinnerst du dich nicht an das, was vor dem Angriff war. Angeblich wolltest du nur helfen. Agent McClure, aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Das ist Teil der ganzen Sache. Vom Angriff auf die Stadt. Vom Aufwiegeln der Banden von allem. Agent Smith natürlich wieder. Allerdings wissen wir nicht warum. Erst wenn wir das Warum herausgefunden haben, können wir das wie ermitteln und es aufhalten. Komm schon, Kumpel, hilf uns auf die Sprünge, hilf uns die Stadt zu retten. Hat wohl dir vielleicht nicht die Todesstrafe? Betonung auf vielleicht. Fang ganz von vorne an. Verfolge gedanklich deine Schritte nach. Jede noch so kleine Kleinigkeit könnte uns helfen, herauszufinden, wer genau du bist. Halt keine Info zurück, sonst halten wir uns auch nicht zurück. Also, wie war das mit der sprechenden Drohne? Okay, also wir haben anscheinend unser Gedächtnis verloren. Und müssen denen erklären, warum wir was gemacht haben. Oh, coole Mobilbude, Alter. Sau geil, ey. Das gefällt mir schon mal. Gut. Linke Analustik kannst du deinen Charakter bewegen. Walk. Sehr schnell, Junge. Okay. A. Wenn du A drückst, kannst du mit Objekten interagieren. Kürze. Es herrscht Chaos. Nichts als Chaos. Einige machthungrige Verbrecher versuchen, die ganze Stadt zu übernehmen. Geht nicht. Ich wiederhole. Geht nicht zu den Bürger evakuieren stellen. Mit denen locken sie nur die Leute an, die in Frage geraten sind. Sie werden nicht zulassen, dass jemand die Stadt verlässt. Diese Kriminellen, sie sind überall. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind sogar Mist. Sie sind hier. Hier im Gebäude. An alle da draußen, die noch leben, zusehen. Vertraut niemanden. Bringt euch in Sicherheit. Und vergesst nie, dass dieses Programm dank toller, begeisterter Zuschauer euch möglich war. Okay. Hey Babyface, ja genau du, lass mich hier raus. Ne, warte mal. Meine Küche. Was ist draußen los? Okay. Droni. Beeil dich mal, Kumpel. Wir haben keine Zeit. Zu. Wow, hier wohnst du? Das nenne ich meine Absteige. Sie haben dein Gedächtnis wirklich gelöscht, hm? Naja, wir kriegen das schon hin. Aber zuerst, ich muss dir wohl nicht sagen, dass du unsere wunderschöne Morgenstadt voll den Bach runtergehen. Sie könnte einen Retter gebrauchen, also hör zu. Du bist ein Schläfer, ein brutaler Söldner in einer Trance, der nur auf eine Drohne ohne Furcht und Tat, also meine Ewigkeit, gewartet hat. Im Gegenzug bitte ich dich nur um einen klitzekleinen Gefallen. Hilf mir, diese Stadt und all die herzensguten Faulpelze hier bis Sonnenaufgang zu retten, bevor sich die Gauner alles unter den Nagel gerissen haben. Wenn du das tust, bekommst du dein richtiges Leben zurück und schenkst der Stadt nebenbei ein besseres Morgen. Aber wir müssen uns beeilen. Es wird kein Morgen geben, wenn wir uns heute nicht zusammenreißen. Zumindest kein schönes Morgen. Okay. Was mit denen? Ein bisschen hier drehen, würde ich sagen. Audio. Ein bisschen
Musik ist lauter. Und Stärke 55. Musik 35. Guck mal, wenn man hält. Mach es dann nochmal. Zurück. Fortfahren. Strom. Okay. Oh, fast hätte ich vergessen, dich zu reaktivieren. Etwas neues Cream soll deinen eingerosteten Muskel wieder auf Vordermann bringen. Was ist das? Okay, los. Los geht's. Hoho. Ja, Mann. Moment, da machen wir doch die Musik ein kleines bisschen leiser. Entschuldigung. Aber es ist im Nachhinein ziemlich schwer, das wieder. So geht's besser, würde ich sagen. Kann ich springen? Nee. Okay, mach das Auto mal. Was war das? Ja. Okay, cool. So, da kommen ja schon die ersten Hornochsen und so nach unschuldigen Bürgern. Die packst du mit links. Okay, dann gucken wir mal, dass wir das hinbekommen. Einführung, Hornochsen. Okay, sehr schön. Ja, easy. Juhu, so langsam kommst du zu dir, hm? Das sind noch mehr, aber ich weiß, dass die ein Klacks für dich sind. Okay. Was machen wir mit dem jetzt? Der. Wenn du Wegmoment blockst, drücke LB. Okay. Vergiss nicht, deine Gesundheitsleiste im Auge zu behalten. Bei einfachen Schwierigkeitsgraden regeneriert sich Gesundheit teilweise mit der Zeit. Ich hab ihn runtergeworfen. So, gut. Kann ich da rein? Nein, da kann ich nicht rein. Da kann ich nichts nehmen. Okay. Voll auf die 12, Amigo. Die Grundlagen liegen dir einfach im Blut. Aber du hast noch längst nicht alle deine Erinnerungen und Moves zurück. Ist aber nur eine Frage der Zeit. Okay. Dann gucken wir mal. Da geht's rein. Wisst ihr, wen wir hier haben? Einen erbärmlichen Schlappschwanz, der glaubt, er könnte uns bestechen, um seine Familie sicher hier rauszubringen. Raffst du es nicht, Arschloch? Die vergammeln alle schon irgendwo in einer Grube. Wird Zeit, dass du zu ihnen gesetzt. Du dich zu ihnen gesetzt. Alter, die arme Sau, ey. Das ist genau die Art von idiotischer Provokation, die das Blut zum Kochen bringt. Wollen wir ihn einheizen? Die Zornanzeige füllt sich da oben, okay. Während du kämpfst, Zorn verstärkt deine Kampffähigkeiten vorübergehend.
Putz, 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 putz. Mann, du bebst ja vor Zorn, nicht übel. Knöpf dir ein paar Hornochsen vor, aber werd nicht grün vor Wut. Scheiße, tot oder was? Okay. Hörst du das auch? Ah, der Pizzalieferant. Okay, Lieferdrottel hat echt das Essen vergessen. Okay. Wenn deine Zornzeige voll ist, wird automatisch der Zornmodus vorübergehend im Kampf aktiviert. Alter, was ist mit dir kaputt, Junge? Einige Gegner sind stärker als andere. Du musst erst ihre Verteidigungshaltung durchbrechen, um ihnen Schaden zuzufügen. Na komm her. Ja Mann, läuft. Übles Spiel. Oh oh, Glocken bringt mich viel gegen Waffenangriffe. Wenn du... Oh, ausweichen. Okay, armer Kerl. Man kann zwar leider nicht alle retten, aber wir können es verdammt nochmal versuchen. Oh shit, der ist tot. Schlagstock? Greif nur zu, er hört ganz dir. Wie im Grunde alles hier, wo man noch brechen kann. RB. Nahkampfwaffen haben eine begrenzte Haltbarkeit und gehen nach ein paar Treffern kaputt. Oh, Basie. Immer die Basie. Was ist das? Na, ich will Basie. Oh, okay. Kein Schritt näher, sonst schneide ich diesem Arschloch die Kehle durch. Okay. Schraubenschlüssel? Puh. Hammer. Während du eine Waffe hältst, kannst du RT drücken, um sie auf einen Gegner in der Nähe zu werfen. Ah, cool. Echt, das war's. Wenn du Waffen auf Gegner wirfst, betäubst du diese vorübergehend und unterbrichst ihre Angriffe. Die einzelnen Wurfwaffen haben unterschiedliche Effekte auf Gegner. Schuldene. Volltreffer, das läuft dir wie am Schnürchen. Du ziehst dir es echt durch. Also die Sache mit der Rettung der Stadt, meine Augen werden ganz feucht. Oh, das ist aber schön. Aber ich schweife ab. Aus den Türen, da kommen noch mehr Hornochsen. Biete ihnen eine Show. Oh. Mit Fokus kannst du die Umgebung und Gegner um dich herum genau beobachten. Lande erfolgreich Angriffe auf Gegner, um deine Fokusleiste zu füllen. Dann, was liegt da? Ne, ich will Basie. Astrale Präzision. Okay, mein Freund. Warum halten wir diesen wundervollen Augenblick nicht als Erinnerung fest? Ich kann ein, zwei Fotos von dir knipsen. Danach hauen wir aber wieder ein paar Schädel ein. Okay, ein, ja. Ah, Fotomodus. Achso. Okay, du musst verlassen mit dem mal. Machen wir später. Ist schon weiter. Alles ist möglich, wenn man nur kreativ genug ist, Kumpel. Guck mal da drüben. Du siehst vielleicht nur einen Stuhl, aber ich sehe eine ausgezeichnete Mordwaffe. Einige Umgebungsobjekte können aufgehoben und auf Gegner geworfen werden. Nutze Fokus, um diese Objekte in deiner Nähe zu identifizieren. Ah!
Gibt's da irgendwas? Nö, oder? Nö, okay, gehen wir weiter. Es gibt, klar, es gibt natürlich auch noch echte Waffen, die zu Töten entwickelt wurden. Beispielsweise diese geladene Feuerwaffe da drüben. Dann suchen wir mal nach ein paar Hornochsen, die Appetit auf Blei haben. Schusswaffen haben begrenzte Munition und können nicht nachgeladen werden. Handwaffen können als Nahkampfwaffen verwendet werden, sobald die Munition leer ist. Dann nehme ich die Ammo mit noch. Aha. Das ist einfach nur sinnloses Geschlage, okay. Ich würde wagen zu behaupten, dass wir ein gutes Team sind. Du haust die ganzen Bösen um. Ich sorge für den nötigen Hype. Besser geht's nicht. So, jetzt haben wir aber genug geübt. Es wird Zeit, dass wir richtig loslegen. Denk dran, da draußen findet gerade eine groß angelegte kriminelle Übernahme statt. Wenn wir sie nicht verhindern, werden die Stadt und ihre Bürger, naja. Ach, was befassen wir uns überhaupt damit? Solange wir dich haben, können wir nicht verlieren. Das rede ich mir zumindest immer wieder ein. Und jetzt komm, wir müssen unser erstes Hauptziel gewaltsam von der Bildfläche verschwinden lassen. Ich erzähle dir auf dem Weg mehr. Okay, jo, gut, geht's mal weiter, hm? So, wo ist denn da lang? Das ist ein cooles Game bis jetzt, also, es ist halt sinnloses, ja, Gehaue. Das ist dein Versteck. Hier kannst du deinen Charakter vor dem nächsten Level anpassen, neue Fähigkeiten freischalten und vieles mehr. Im Fenster Level kannst du auswählen, welches Level du spielen willst. Du kannst jederzeit in bereits abgeschlossenen Level zurückkehren. Okay. In jedem Level gibt es einzigartige Objekte, die du freischalten kannst, indem du die Herausforderungen abschließt. Hier werden Herausforderungen aufgelistet, nachdem du ein Level freigespielt hast. Hier findest du Infos zu den Gegnern, die dir in den einzelnen Levels begegnen und kannst die Hintergrundinfos und Details über ihre Fertigkeiten durchlesen. Kohle gibt's auch. Cool, Kohle. In jedem Level kannst du dir zusätzliches Geld verdienen, um Klamotten zu kaufen. Hier siehst du, wie viel Geld und unbenutzte Fertigkeitspunkte du hast. Schon ein unbenutzter Fertigkeitspunkt, okay. Im Fenster Fertigkeiten und Verbesserungen kannst du deinen Charakter mit zusätzlichen Fähigkeiten ausstatten, die du jederzeit aktivieren oder deaktivieren kannst. Im Fenster Aussehen kannst du das Erscheinungsbild deines Charakters anpassen. Im Fenster Spielplatz kannst du deine Fähigkeiten mit einer Reihe von Anpassungen austesten und Fortschritt haben. Im Fenster Fortschritt kannst du dir deinen Fortschritt und detaillierte Statistiken ansehen. Okay, gut. Ich will doch. Okay. Kombos. Das ist ein Finisher. Alter, geil. Oder greifen. Drücke greifen, um einen Gegner in der Nähe zu greifen und drücke dann wiederholt angreifen, um mehrfach zuzuschlagen. Ich würde sagen, oh, ein Kämpfer. Ja. So, was haben wir da? Oh, ich habe nicht genug Punkte, okay. Gut, dann würde ich sagen. Ach Gott. Okay. Fortschritt, Spielplatz. Das ist Spielplatz. Achso, ja, das war das, ja. Gut, dann würde ich dann fortfahren und dann. Aha. Was? Beginn hier so im ersten Titel Tony. Okay. Sorry, muss mich ein bisschen einfinden. Bin nicht immer so der Schnelle drin. Ich mag eigentlich so Spiele, genau wie Double Dragon früher. Fand ich sau gut und sammle die Goldzähne vom Gegner. Oh, okay. Oh.
Okay, super, da haben wir es ja schon fast, hä? Okay, aber ich würde sagen, ich drehe den, Entschuldigung, aber ich drehe die Musik noch ein bisschen leiser. Das ist schon extrem laut sonst. So, okay. Geht's weiter? Muss ich lang? Da nicht. Da auch nicht. Da. Lituni ist der Schwachkopf, der die Hornochsen anführt. Normalerweise hat er nur mit dem üblichen kleinkriminellen Zeug zu tun. Also mit Einbrüchen, Überfällen und so weiter. Aber jetzt spielt er die brutale Ablenkung in der großen Symphonie der freundschaftlichen kriminellen Übernahme. Kurz gesagt, er sorgt in der Stadt für Chaos, damit niemand sieht, was wirklich abgeht. Wenn wir Lituni erledigen, verpassen wir diesen Verbrechern den ersten heftigen Dämpfer. Fangen wir im Zentrum seiner kriminellen Machenschaften an, in seiner Munitionsfabrik. Okay. Die Sprengstoffproduktion läuft auf Hochtouren. Lil Tony will wissen, dass es knallt. Und zwar auf dem ganzen Piper Square. So viel Tod und Zerstörung wird die Medien und Gutmenschen ablenken, damit die anderen Banden in Ruhe ihre Arbeit machen können. Hey, hast du das gerade gehört? Okay, die sind. Also die. Ja. Das Problem ist, die. Ist da irgendwas? Nein. Okay. Diese Hornochsen wollen Piper Square hochjagen. Dabei würden eine Menge unschuldige Menschen umkommen. Entschuldigung. Wir müssen ihren Plan so schnell wie möglich durchkreuzen. Gehen wir mal da rein, ja? Ja. Na los, macht schon. Lil Tony wird die Geduld verlieren. Es geht weiter. Einige Umgebungsgegenstände können als Sprengstoff verwendet werden. Nutze Fokus, um sie zu identifizieren. Wie war denn mit Fokus? Alter. Was geht mit dem? Komm her, putz. So, Junge. Ja, Mann, wer ist denn das? Einführen Muskelochsen. Okay. Yo. Wer zur Hölle bist du? Ach, Spaß dir einfach. Ich will genau hören, wie deine Knochen brechen, Junge. Gottes Willen. Einige Gegner nutzen Greifangriffe, bei denen der Spieler schnell die richtigen Tasten drücken muss, um zu entkommen. So. Geht doch auch. Die Fabrik ist leer. Aber wir sollten uns dahinter umgucken, um sicher zu gehen, dass wir müssen alles abchecken. Platz, Piazza, Plaza. Das ist im Grunde alles dasselbe. Aber weißt du, was davon am größten ist? Wer bist du? Ein bekackter Wikipedia-Autor? Halt die Klappe und schaff die verfluchte Bombe auf den Truck, damit wir deinen ach so tollen Pizza dem Erdboden gleich machen können. Piazza. Und die gibt's nur in Italien. Mann, du hörst nie zu. Okay. Gibt's irgendwas Werfedor für mich? Ja. Damit wäre das erledigt. Und jetzt zu Lil Tony persönlich. Das ist ein dreckiges Schlupfloch, das Hotel. Oder wie er es gerne nennt, der Top-Pop-Stopp. Gott, wie ich diesen Kerl hasse. Bringen wir ihn endlich um. Okay. Ja, Mann, Level abgeschlossen. Das ist nur der Anfang. Erfolg freigeschaltet. Okay, Level abgeschlossen. Bestzeit. Okay. Oh, nur Rang C. Okay. Jo. Jo, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann weitergeht mit Lil Tony.
und das wird ihm halt kräftig den Arsch versohlen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.